Moin Moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggle 66, Stunde der Wahrheit. Heute rolle ich das Ganze mal von hinten auf. Ich habe nämlich mit dem Schlussvideo angefangen und mache jetzt, nachdem das fertig ist, diese Einleitung. Soll auch nur eine kurze Einleitung werden. Das Video, das ihr gleich sehen werdet, ist auch ziemlich kurz. Ich glaube irgendwas von 7, 8 Minuten ungefähr. Ich habe es gar nicht genau im Kopf, ist auch nicht so wichtig. Es ist ein Video, das sich mit einem Thema beschäftigt, das ich bis jetzt noch niemals angesprochen habe. Auch wenn ich dazu befragt wurde, habe ich immer ausweichend geantwortet, weil die meisten Leute die Antwort, die ich geben würde, wahrscheinlich sowieso nicht verstehen würden. Und ich weiß nicht, ob ihr die Antwort versteht, aber heutzutage ist mir das ziemlich wurscht, weil ich habe mir schon viele Feinde gemacht, wo ich endlich aufdecke, dass die Trinität eine antichristliche Lüge ist. Und es gibt noch eine andere Lüge, nämlich die des heliozentrischen Systems, in dem wir so gesagt leben. Ja? Ich wurde immer gefragt, Jörg, glaubst du an eine flache Erde, glaubst du an eine runde Erde, glaubst du an die Erde ist eine Sphäre oder irgendwie diese ganzen verschiedenen Fragen. Und ich habe da immer ausweichend darauf geantwortet. Ich habe immer gesagt, das interessiert mich nicht, das mache ich keine Priorität in meiner Lehre. Und das mache ich auch heute nicht, obwohl ich da jetzt ein Video drüber mache. Nun, ein Video mache ich da nur teilweise drüber, weil das Video, das ich eigentlich gerade eingesprochen habe, ist, die Renate hat mir ein Video, das ich von Adam 1984 vor wenigen Tagen gesehen hatte, das Skript herausgeschrieben in Englisch und dann dieses Skript ins Deutsche übersetzt. Und dieses Video heißt, was ist biblische Kosmologie? Eben genau wie dieses Video auch heißt. Also das wisst ihr ja, den Titel schon. Und in diesem Video wird wunderbar erklärt, wie die Bibel sagt, wie unsere Welt ist. Und das ist ein System, das werdet ihr wahrscheinlich selbst bei den meisten Flacherdlern noch nie gehört haben. Und ich finde das sehr biblisch. Und meine Antwort auf die Frage, ob ich an eine flache Erde oder an eine runde Erde glaube, ist ganz einfach, ich glaube an eine biblische Erde. Ich glaube an das, was Gott geschaffen hat, so wie er es in der Bibel uns beschreibt. Und es ist nicht immer leicht, das in eigenen Worten wiederzugeben. Und der Adam 1984 hat hier ein Video, in dem er das gefunden hat. Das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Nun, dieses Video ist wahrscheinlich auch ein bisschen gemacht mit der Kenntnis eines Buches. Und das Buch, das heißt, müsst ihr jetzt mal eben nachschauen. Müsst ihr mir mal kurz verzeihen. Hier, The Cosmology Conflict. Ja, das ist das Buch, ich mache es mal eben auf. Das kann man gratis im Internet erstellen und ich habe der Renate das auch geschickt, dass sie das in der Zukunft wahrscheinlich übersetzen wird, von Chris Sparks, also der Kosmologie-Konflikt oder der Streit der Kosmologie. Wir wissen ja, dass wir in einer Welt leben, in der sich die wahre, biblisch basierte Wissenschaft dem Kampf stellt mit der Wissenschaft, die sich so nur schimpft. Wie es, glaube ich, bei Jakobus geschrieben steht, Science so called, ne? Also die Wissenschaft, die sich nur so nennt, das ist die, mit der wir uns hier in dieser Welt rumschlagen müssen. Und wenn man sich in dieses, eins der Camps, sage ich jetzt mal, eins der Lager drücken lässt, ist man jetzt Flacherdler oder ist man jetzt ein Runderdler, ja, dann wird man natürlich auch immer als Spielball gebraucht von der einen und von der anderen Seite. Und ich nehme halt eine dritte Option, die sonst gar nicht angeboten wird. Ich nehme ganz einfach die biblische Option. Ich vertrete die Meinung, dass die Bibel so ist, wie Gott sie geschaffen hat und wie er es uns in der Bibel erklärt hat. Nun, dass wir oftmals, und ich schließe mich da selber mit ein, nicht intelligent genug sind, um die klaren, deutlichen Worte des Herrn zu verstehen, liegt daran, dass wir in dieser Welt von morgens bis abends indoktriniert werden, um die Erklärungen dieser Welt zu verstehen. Das heißt, wir sind darauf trainiert, das Wort des Menschen zu verstehen und zu lernen und nicht das Wort Gottes zu lernen und zu verstehen. Gott spricht mit uns zwar in Worten in unserer Sprache, aber er spricht manchmal auf eine Art und Weise, dass wir es gar nicht gewohnt sind. So einfach, so deutlich und so unzweideutig, dass wir eben oftmals Dinge erst hinterfragen und durch diese Hinterfragung der eigene Auslegung reinlegen und das macht viele Dinge dann undeutlich. Nun, dieses Video, was ist biblische Kosmologie, was ich euch jetzt zeigen werde, das war also in Englisch. Und die Renate hat dann den englischen, das englische Skript daraus gemacht, hat das übersetzt ins Deutsche. Ich habe dann mit leisem Ton das englische Video abgespielt und den deutschen Text vorgelesen und habe dann die ganzen deutschen Bibelzitate, also Zitate da reingemacht, in Deutsch, Bibelzitate in Deutsch, die ich natürlich wie immer aus der 1611er König James Bibel genommen habe.
Und ihr könnt euch das jetzt ansehen und ihr könnt auch eure eigene Meinung drüber haben. Und ihr könnt euch weiterhin, wie andere Menschen auch, streiten, ist die Erde flach, ist die Erde rund, fliegen wir durchs Weltall oder nicht. Und ich sage ganz klipp und klar, ich nehme hier jetzt ein und allemal dafür Stellung und eine andere Stellung nehme ich nicht ein. Meine Stellung zur Welt oder zur Erde, lass mal so sagen, Welt ist ja wieder was anderes. Meine Stellungnahme zur Erde ist biblisch. Es ist das biblische Fundament, das Gott mit seinem Wort gemacht hat und worauf er die Erde aufgebaut hat, das ich auch glaube. Auch wenn ich es manchmal nicht verstehe. Das ist nämlich das, was im Grunde auch Glauben ist. Ja? Wenn man Gottes Wort nicht versteht, ist doch zu glauben. Weil seine Wege sind nicht unsere Wege. Und wir sind oftmals gar nicht in der Lage, die Dinge zu verstehen. Aber hauptsächlich sind wir deswegen nicht in der Lage, die Dinge zu verstehen, die er uns sagt, weil wir eben in dieser Welt erzogen werden, Menschenwort zu glauben, zu lernen und wiederzugeben und nicht Gottes Wort. Das ist ein ganz großes Problem. Wenn wir von Anfang an mit der Bibel groß geworden wären, dann hätten wir diese Probleme nicht. Aber da gibt es ja einige Leute, die arbeiten da ganz stark gegen, dass wir mit der Bibel groß werden. Und das ist ja auch das Thema oftmals anderer Dinge. Nun, ihr könnt natürlich eine ganze Diskussion jetzt losbrechen und sagen von, ja, kommen dann noch Videos? Nicht direkt. Aber ich habe euch ja gerade das Buch gezeigt, der Kosmologie-Konflikt. Und ich werde mir das Buch durchlesen. Und ich habe der Renate das Buch bereits gegeben, dass, wenn sie die Zeit und das Interesse hat, das Buch zu übersetzen ins Deutsche, das machen kann. Und wenn es das dann in Deutsch gibt, dann werde ich früher oder später das wahrscheinlich auch in Angriff nehmen und werde das Buch lesen. Ob ich das Buch so lesen werde, wie es geschrieben ist, ob ich so einverstanden bin mit dem, was alles in dem Buch steht, das weiß ich nicht. Ich bin einverstanden mit dem, was in dem Video kommt, das jetzt kommt, was da gezeigt wird, was da gesagt wird. Ob ich auch mit dem ganzen Buch einverstanden bin, weiß ich nicht. Das werde ich dann sehen. Das wird auch noch eine Weile dauern, weil ihr wisst, ich bin im Augenblick mit anderen Dingen beschäftigt. Und ich finde es ganz wichtig, dass ich jetzt mal die Stellungnahme einnehme, die viele Leute schon seit Jahren von mir fragen: Jörg, bist du ein Flacherdler oder bist du ein Kugelerdler? Ich bin ein Bibelerdler. So, das ist meine Antwort und hier kommt das Video. A lifetime Aufgrund of lebenslanger indoctrination has Indoktrination given us reagieren a wir unique reflexartig auf interaction bestimmte with certain Begriffe, terms. denn die heliozentrische Weltkugel ist Because the alles, was wir bisher heliocentric kannten. globe is all we have ever Wenn known, jemand when behauptet, someone unsere Schöpfung suggests sei that our flach, creation is dann flat, stellen wir uns eine we Scheibe vor, imagine die some im just Weltraum floating schwebt und outer über deren space Rand like vielleicht Wasser water runterfließt. flying off the edge. Das ist keine This biblische is not Kosmologie. biblical cosmology. Eine solche Vorstellung Such a wird von conception is surveyed Desinformationsagenten by a misinformation verbreitet, um das agent Thema ins as Lächerliche a zu way to ziehen und ridicule von der and Erforschung stunt des Themas investigations of abzuschrecken, the wenn subject. es darum geht, wie sehr sich die When it biblische comes to how Kosmologie von vastly der sich different biblical rotierenden cosmology Weltraumkugel is from the unterscheidet. spinning Das spaceball, Fehlen einer an axis Krümmung of curvature ist nur die is Spitze just des the tip of the Eisbergs. iceberg. Here are Hier five sind key fünf aspects wichtige of biblical Aspekte der cosmology. biblischen Kosmologie. One, Erstens, the das firmament and the Firmament und die waters. Gewässer. There is Im no biblischen outer Modell space gibt es keinen in the Weltraum. model. Im ersten The Kapitel first des Buches chapter of Genesis Genesis und in anderen and that Schriften chapter wird unsere Welt als describe von our einem world as being unermesslichen encased Wasservolumen within umgeben. an immeasurable Diese body of riesigen waters. Gewässer werden als die Tiefe These vast beschrieben. waters are Am referred to zweiten as the Schöpfungstag Ruach. schuf Gott das On the Himmelsgewölbe, second um day of das Wasser, creation, das God unten made the war, vom firmament Wasser, to das divide the oben war, waters zu which were trennen below und eine from the waters bewohnbare which were Fläche above, dazwischen zu schaffen. allowing for an inhabitable expanse. Auch nach der Sintflut bleiben diese Gewässer Even bestehen. after the flood, Denn der these Psalmist waters David remain. erklärte zu seiner For the Zeit: psalmist David Lobt declared in his ihn, day, ihr Himmel der Praise Himmel, him, ye und ihr heavens Wasser, above, die and über ye dem Himmel waters that sind. be above the heavens. Jesaja beschreibt das Isaiah describes the Firmament als ein firmament festes as being Material, a solid das sich wie material ein that Vorhang is über die stretched Erde out spannt. as a curtain Die over the Tatsache, earth. dass das Firmament The fact tatsächlich that eine the gewölbte firmament Struktur is ist, indeed a wird domed durch structure Jesajas is Vergleich confirmed mit by einem Zelt Isaiah's use of bestätigt, simile, um darin zu comparing it wohnen. to a tent to dwell in. Elihu beschrieb das Elihu Firmament als describes the stark sky und as verglich es strong, mit einem gegossenen likening it Spiegel. to a molten mirror. Diese Such Terminologie terminology beweist, proves dass die that the biblischen Bible Autoren writers das understood Firmament the als firmament to be solide solid. verstanden. Two, a circular Zweitens, face eine with ends. kreisförmige Oberfläche mit Enden. The Bible In der repeatedly Bibel wird mentions that wiederholt the earth has erwähnt, dass die ends, Erde and Enden hat further, und dass sie that it eine has a Fläche face. hat. A Eine sphere does Kugel not hat have any, keine Enden and it und is sie the ist die only einzige shape Form without a ohne face. Fläche. The face Die of the Fläche earth der is Erde wird als described as a Kreis circle beschrieben, wenn man sie and vom viewed Himmel from aus heaven above. betrachtet.
Das hebräische Wort für Kreis, Hög, deutet nicht auf eine Kugel hin, wie viele behaupten würden. Denn Jesaja verwendet ein anderes hebräisches Wort, Dör, wenn er sich auf die Kugel bezieht. Das hebräische Wort Hög wird an anderer Stelle mit Kompass übersetzt. Bei der Erschaffung unserer Welt legte Gott einen Kompass an oder gravierte einen Kreis auf die Oberfläche der Meerestiefe. Drittens, fixiert auf Fundamenten und Säulen. Während die moderne Wissenschaft behauptet, die Erde bewege sich mit unglaublicher Geschwindigkeit durch den Weltraum, erklärt die Bibel, dass die Erde feststeht und sich nicht bewegt. Gott selbst sagt zu Hiob, dass er das Fundament der Erde gelegt hat. Es steht auch geschrieben, dass die Säulen der Erde des Herrn sind und er die Welt auf ihnen ruhen lässt. Säulen und Fundamente sind strukturelle Komponenten. Sie müssen fest verankert sein, um ihren Zweck zu erfüllen. Das wirft die Frage auf welchen Fundamenten sie ruht. Die Bibel antwortet, er hat sie gegründet auf den Meeren und befestigt über den Strömen. Diese scheinbar unmögliche technische Meisterleistung der Grundlegung der Erde auf dem Wasser wurde von Hiob bestaunt, der erklärte, er hänge die Erde über dem Nichts auf. Das ist nichts, was für den Menschen Stabilität bietet. Auch die Struktur des Himmels, das Firmament, ruht auf Säulen, von denen gesagt wird, dass sie vor Gottes Zurechtweisung erzittern. Viertens, die göttliche Wohnung. Gottes Thron steht direkt über dem Firmament, so wie die Säulen der Erde in die Gewässer darunter eingeschlagen werden. Ebenso legt Gott die Balken seiner Kammern in die Wasser, die über der Erde sind. Es steht geschrieben, dass der Herr über den Fluten sitzt und buchstäblich über unserer Welt thront. Der himmlische Vater blickt von der Höhe seines Heiligtums herab, um den vertikalen Aussichtspunkt zu veranschaulichen, den Gott einnimmt. Jesaja sagt, dass die Menschen aus Gottes Sicht wie Heuschrecken sind. Fünftens, geozentrisch und nicht heliozentrisch. Laut der Heiligen Schrift sind Sonne, Mond und Sterne nicht Millionen von Kilometern entfernt, sondern lediglich Lichter am Himmelsgewölbe. Weit davon entfernt, eine Ansammlung von Weltraumgesteinen und brennenden Gasen zu sein, die in ihren eigenen Bahnen umherschweifen. Die Bibel lehrt, dass diese geheimnisvollen Leuchten einzig und allein dazu geschaffen wurden, der Erde Licht zu spenden. Das Uhrwerk dieser himmlischen Wunder sollte nicht nur den Tag von der Nacht trennen, sondern dem Menschen auch die Möglichkeit geben, den Wechsel der Jahreszeiten zu erkennen und die vergehenden Zeitalter zu markieren. Während seines Kampfes mit den Amoritern befahl Joshua nicht der Erde, sondern der Sonne stillzustehen. Auch David verstand, dass es die Sonne ist, die sich bewegt. Er verglich die Sonne mit einem starken Mann, der einen Wettlauf hält und sich unermüdlich die himmlischen Bahnen umkreist. Diese Tatsache wird auch von Salomo bestätigt, der sagte, dass die Sonne nach ihrem Untergang an den Ort eilt, wo sie wieder aufgehen soll. Was als Planeten bezeichnet wird, sind lediglich Wandersterne. Diese Himmelskörper durchqueren den Himmel in unregelmäßigen Abständen und wandern in rückläufigen Bewegungen über der Erde. Da sie in der Schöpfungswoche nicht ausdrücklich erwähnt werden, fallen sie unter die allgemeine Kategorie der Sterne, die Gott am vierten Tag schuf. Anders als die Kosmologie der Wissenschaft, die fälschlicherweise so genannt wird, braucht das Schöpfungsmodell, das die Bibel beschreibt, keine theoretische Physik, um sich zu stützen. Es ist so einfach, dass ein Kind es verstehen kann. Dennoch erfordert die biblische Wahrheit den Glauben eines Kindes, um angenommen zu werden. Das einfache biblische Modell steht in völliger Harmonie mit unserer eigenen persönlichen Erfahrung und Wahrnehmung. Es ist in den meisten Fällen von wunderbarer Einfachheit. Sie spricht den Stolz eines erwachsenen Mannes nicht an und er übergeht sie, indem er an ihrer Stelle etwas Großartiges gesucht. Aber Gott hat das Törichte der Welt erwählt, um die Weisen zu beschämen. Und Gott hat das Schwache der Welt erwählt, um das Mächtige zu beschämen. 1. Korinther 1, 27.